Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy XI mit Alweb. Und ich bin in Norg und klicke hier auf die Oaken Door. Oi, Alweb. You really got a track for showing up when people are thinking about you. Remember how we were talking about a new vortex in Mizora Coast? Eura's been spotted around there every couple of days. And you didn't know, did ya? The two of you last parted ways over in Art Urgan, right? Figured she'd met up with you once she was feeling better, but for whatever reason she's decided to strike out on her own. Yeah, you must have had a bad feeling about bad falling out. Did you have a falling out? Yeah. Then go crawling on your hands and knees and beg for her forgiveness. Well, best for me not to get in the middle. Now that you know where she's been spotted, you'd be best head there too. Knowing Tenzin, he's probably in a tizzy and gone to Mizora Coast already. Truth be told, I can't imagine what I would be like to die once, let alone over and over. Youth is always so brash. Hopefully, the three of you can overcome the trials that are to come. Was? War's das schon? Moment mal kurz. Okay. Das war's. Jetzt muss ich tatsächlich mal schauen, auf welcher Mission bin ich eigentlich gerade in Rhapsody's Temporary Farewells. Okay. Temporary Farewells? Hä? Doch. Das ist jetzt die nächste. Dann war das schon jetzt. Warum? Okay. Dann ist es schon eine Mission weiter. Okay, an dem Punkt ist es aber so, dass ich jetzt nicht mehr in Konflikt mit Wings of the Goddess komme, bis zu dem Punkt, dass Wings of the Goddess endet. Dann komme ich nochmal in Konflikt mit Cate Sith. Aber erst später. Ich habe nur mal geschaut, danach muss ich eh schon Level 99 sein, um weiterzukommen. Deswegen machen wir an der Stelle erstmal weiter Wing of the Goddess bis zum Ende. Und wenn Wing of the Goddess zu Ende ist, dann machen wir weiter mit Rhapsody of Vanadil. Auch wenn ich dann nochmal eine zusätzliche Quest machen muss, um wieder einen Konflikt zu beenden. Aber okay, so weit sind wir noch nicht. Wir machen jetzt erstmal Wing of the Goddess an der Stelle zu Ende. Und dann kümmern wir wieder uns um Rhapsody of Vanadil. Und genau. Okay, das war's dann damit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.